Packungen. Kennt jeder. Geht nicht auf. Man reißt sie trotzdem auf, weil dafür sind sie ja gedacht. Wie meine Cousine aus Alabama. Warte, was? Verpackungen kommen nicht nur in vielen Geschmacksrichtungen und Formen und Farben. Verpackungen kommen in allen Formen und Farben, denn alles, was du kaufst, ist in einer Verpackung, ganz egal, wie nutzlos diese auch sein mag. Geschälte Eier im Plastikbeutel zum Beispiel. Mann, wäre das cool, wenn Eier in irgendeiner natürlichen und für Bakterien undurchlässigen Schutzkapsel kommen würden. Wie Tide Pods! Aber es gibt ja nicht nur von Grund auf unnötige Verpackungen, sondern auch noch schlechte Verpackungen, dumme Verpackungen, hässliche Verpackungen und Verpackungen, die dich belügen. Und die entwickeln sich immer weiter. Jetzt können zum Beispiel die Deckel nicht mehr von Flaschen abgenommen werden. Wie sollen denn die AfD-Wähler jetzt noch trinken, ohne sich die Augen auszustechen? Und wofür? Damit der Deckel zusammen mit den Flaschen im Müll landet und nicht mehr in die Umwelt wandert? Was für ein dummer, dummer Grund. Ohne Mist, die Deckeldebatte ist einer der dämlichsten Sachen, die ich in der nahen Vergangenheit gehört habe. Aber wie sieht's bei dir aus? Schaffst du es auch mit angebundenem Verschluss aus der Flasche zu trinken oder bist du eher so intellektuell auf dem Level eines Zwergpinschers? Und was sind deine ganz persönlichen Verpackungsentgegner? Schuhkarton, große Amazon-Kisten für eine SD-Karte zum Beispiel? Oder das gottverdammte Sechserpack-Flaschen ohne Tragegriff? Oder es hat einen Tragegriff, aber der ist für nichts gut, außer dir langsam aber sicher das Leben aus dem Arm zu schneiden. Verpack's mir mit Liebe in die Kommentare, aktiviere die Glocke und drück mal ordentlich fest auf den Abo-Button, der ist schließlich nicht in Watte gepackt. Und damit können wir dann auch direkt eintauchen in die bunte Welt der Plastikpacken und all den Problemen, die sie uns gebracht haben. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der sich für über 200 Jahre nicht in Salzwasser auflösende Mann aus dem Internet. Und eine Sache kann ich dir jetzt schon mal sagen, was auch immer du über Verpackungen zu wissen denkst, nix weißt du. Bulk-Verpackungen, En-Gros-Verpackungen, Geschenkverpackungen, Refill-Packs, Umverpackungen, Service-Verpackungen, Abverkaufsverpackungen, Sachen verpacken ist nicht nur einfach ein simpler Arbeitsablauf. Packen ist ein Lifestyle. Aber bis sich all diese Worte gebildet haben, war es mal wieder ein langer Weg. Und um herauszufinden, wie wir zu den beschissenen Chupa-Chup-Verpackungen und vorgestellten Bananen in PET von heute gekommen sind, muss ich euch natürlich auf eine wunderbare Reise durch die Zeit mitnehmen. Ergo packe ich dich ein und schicke dich einmal 3500 Jahre zurück in die Vergangenheit nach China. Wo es Keramikamphoren und Glaskaraffen, nämlich natürlich schon sehr viel länger als das gegeben hat, finden wir hier die wohl erste echte flexible Verpackung der Geschichte. Und zwar in Form von Rinde. Bearbeitete Maulbeerbaum-Rindenpapiere waren nämlich die wohl ersten Nicht-Steine, mit denen nicht nur frisches Essen verpackt wurde, dafür gab es schon vorher zum Beispiel Bananenblätter und Co., sondern auch teure Waren ohne großen Aufwand für den Transport abgesichert werden konnten. Und diese Erfindung des kruden Papierpressens hat sich dann über die Jahrtausende vom Nahen Osten über Europa ausgebreitet und um 1600 haben die Chinesen dann die erste Pappe hergestellt. Pappe hat übrigens eine wunderbare Namensherkunft. Das kommt nämlich vom lateinischen papare und heißt Brei. Und im Deutschen wurde es dann dazu benutzt, weil man Buchrücken damit zusammengepappt hat. Die Idee, Pappe in einen Karton zu falten, um Sachen reinzutun, hatte dann der Schotte Robert Gere, als er nach 20 Jahren als Papierbeutelhersteller den Gedanken Beutel, aber Ecken bekam. Ja, ein Jimmy Neutron Level Geistesblitz. Und nur weitere 30 Jahre später hatte der Pappkarton die Holzkiste in vielen Bereichen ersetzt und hat es ausgerechnet über Cerealienverpackungen dann auch in die Nahrungsmittelverpackungsbranche geschafft. Davor gab es allerdings schon das Lieblingsprodukt des Wilden Westens, nämlich Metallbüchsen. Die wurden 1764 in London zum ersten Mal benutzt, um Tabak zu verkaufen. Bis jemand auf die Idee kam, tatsächlich Essen da reinzupacken, hatte es unseren Lieblingszwockel Napoleon Bonaparte gebraucht, der 1809 einen Preis von 12.000 Francs ausgeschrieben hat für einen Weg, mit dem man Nahrung über lange Zeit an der Front für die Armee haltbar machte. Könnte. Und noch im gleichen Jahr kam ein gewisser Nicolas Appert dem Fakt auf die Schlichte, dass in Metall eingekochte und versiegelte Waren effektiv in einer kleinen Zeitkapsel sitzen. Und das Patent für unsere heutige Dose hat sich dann nicht mal ein Jahr später ein Brite namens Peter Durant geschnappt. Aber selbst mit Leichtmetallpapier und Pappe konnten wir uns natürlich nicht zufrieden geben, denn was bringt den Rubel besser zum Rollen als undurchdachte Innovationen, die dann keine 100 Jahre später das Ende der Menschheit einleiten könnten? Denn nachdem Plastik in Form von Styrol zum ersten Mal 1831 aus dem Saft des Balls Baums isoliert wurde und 1933 von uns Deutschen zu wärmedämmenden Schaumstoff verarbeitet werden konnte, kam man erst in den 50ern auf die Idee, PET als Verpackungsmaterial zu benutzen. Und erst seit den 80ern stopfen wir da Essen rein. Ja, wenn dir dein alter umweltsündender Onkel mal wieder sagt, wir haben das schon immer so gemacht, dann kannst du ihm gerne das Prinzip von Objektpermanenz erklären und daran erinnern, dass er selbst als Kind kein Brot in Plastik gesehen hat, weil die Idee literarisch noch nicht auf dem Planeten existiert hat. Aber gut, hier sind wir nun heute mit mehreren Müllinseln, einer Fixie und toter Seevögel und am schlimmsten, meine Schere kommt in einem Nylon-Zipper, den man nur mit einer Schere aufschneiden kann. Plastikverpackungen haben wir wirklich noch nicht lange. Und darum frage ich mich gleich dreifach, warum irgendjemand mehrfach auf die Idee gekommen sein muss, absolut unöffnbare Verpackungen zu erfinden. Und mein absoluter Antifavorit, Schmelzfolien. Sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes, halten dein Essen bei minimalem Materialeinsatz und Platzverbrauch frisch. Was
will man mehr von einem Behälter? Naja, ich will ihn zum Beispiel aufbekommen. Jede einzelne verflixte filetierte Fickforelle, die ich essen möchte, ist zu Fischöl zerdrückt, bis ich es schaffe, durch die in tausend Fetzen zerfallende Öffnungslasche durchzukommen. Oder man kommt gar nicht erst an diesen Punkt, denn was macht eine durch das Anschmelzen an Dicke und Stabilität verlorene Plastiklasche auch mal gerne? Richtig. Wirklich Plastik. You had one job. Und nicht zu öffnende Verpackungen sind ja keine Seltenheit. Jeder, der schon mal eine Tüte Süßigkeiten aufmachen wollte, weiß, dass die Hier-Öffnen-Markierung gleich nach dem politikfreien Sport eine der größten Lügen ist, die dem Pöbel jemals untergejubelt wurde. Ich halte ja eigentlich nichts von Verschwörungstheorien, aber mir konnte noch niemand eindeutig beweisen, dass Haribo nicht insgeheim das Plastik gleich unter dem Hier-Öffnen-Aufdruck mit Unobtanium verstärkt. Nie geht etwas hier auf. Der einzige Ort, an dem man Gummibärchen aufmachen kann, ist der am weitesten vom Hier-Öffnen entfernte Punkt auf dem Beutel. Und wo deine durchschnittliche Verpackung Humus oder Toppi Frutti zumindest noch so tut, als wollte sie geöffnet werden, muss ich fragen, wer zum Fick hat Hartplastik-Schweißpackungen erfunden? Warum muss mein neues Set Bits, das mir in die Hosentasche passen würde, in eine DIN A2 Fläche Barbie ausgerollt werden? Ja, unhandlich machen, damit es nicht geklaut wird und so, aber es wäre trotzdem cool, wenn ich mein Produkt zumindest dann zu Hause benutzen könnte. Aber nein, man kommt nicht ohne aufgeschlitzte Handflächen in die Packung rein. Glücklicherweise gibt es dafür ja aber auch eine Lösung. Plastikschneider. Ach komm, fick dich doch. Und damit können wir ja auch mal schauen, was in anderen Ländern so an Verpackungsdilemmas existieren. Denn wie ich herausfinden konnte, unsere Problemchen sind echt noch niedlich zu dem Müll, der in anderen Ländern passiert. Wo unsere verschwenderischsten Verpackungen nämlich Kleinigkeiten wie Haribo-Tüten in Haribo-Tüten sind oder eine Dose Celebrations, haben Länder wie Amerika oder Japan das Pack-Game auf die absolute Spitze getrieben. Wenn ihr zum Beispiel geglaubt habt, dass die geöffneten rohen Eier ein Witz waren, dann nein, das waren sie nicht. Denn je nachdem, wo du auf den Philippinen bist, kannst du dir deine, wie soll ich es nennen, entschalten Eier als Zweierpack in einem Plastikbeutel einkaufen. Weil wie sonst sollte man Eier vor der Umwelt schützen? Gäbe es nur irgendeine mehrlagige adaptive und antibakterielle Verpackung, in dem man so etwas Verderbliches wie ein Ei reinpacken könnte. Aber nicht nur Eier sind davon betroffen. Ich kann ja noch irgendwo verteidigen, dass ich mir vorgeschnittene Mangos in einem Trog angucken muss, wenn ich bei mir im Gammel-Edeka einkaufen gehe. Einigen Leuten will man einfach kein Messer in die Hand geben, aber andere Länder treiben das dann wieder auf die Spitze. Wie wäre es zum Beispiel mit in Plastik verpackten, vorgeschälten Mandarinen. Malte, das ist doch gar nicht so schlimm. Zumindest sind die platzsparend verpackt. Oh, Entschuldigung, natürlich. Wie wäre es mit einer vorgeschälten und in Stücke geteilten Mandarine in mehr Plastik? Und warum? Und warum? Und warum? Und dann ist da noch das weiße Zeug dran. Und Gleiches gibt es natürlich auch noch für Bananen zum Beispiel. Weil Bananen ja dafür bekannt sind, extrem gut zu bleiben und nicht braun zu werden, wenn man sie für 4 Sekunden zu lange ohne Schale in der Hand hält. Cool. Und eine Sache, die ich auch bei uns immer wieder sehen muss, Früchte, die intakt gelassen wurden. Man möchte hier anmerken, die Fruchtschale ist der ewige heilige Gral perfekter Verpackungen. Es ist bioaktiv, antibakteriell, lässt Flüssigkeit und Gasaustausch zu, besteht aus Lage über Lage von aufeinander abgestimmten Schichten und dann kommt Bauer Humpe und denkt sich, hautnahes Plastik, da hat es noch nie einen Pilz drunter gegeben. Leute, bitte. Versucht. So schnell es geht, euer in Plastikscheiße eingepacktes Gemüse zu Hause auszupacken, wenn die nicht in 24 Stunden später aussehen sollen wie der 440 Tage Timelapse von einer faulenden Wassermelone. Und der absolute König von dummen Verpackungen dieser Art müssen wohl die Verpackungen für die Verpackungen sein. Haribo und Pipapo, habe ich schon gesagt. Da kann man ja noch zumindest für die Portionierung argumentieren, finde ich jetzt okay. Aber was zum Krabbenkack ist denn das bitte? Wem wird damit geholfen? Mini-Würstchen in Plastik. In Plastik? Stell dir vor, für jedes Mini-Winnie würdest du einen Albatros erwürgen. Das ist das, was hier passiert. Jedes dieser Würstchen hat eine eigene kleine PET-Wohnung, die du abfriemeln musst, wenn du sie kochen willst oder du stirbst. Und einzelne Dosen in einer Plastikverpackung. Und es kommt noch besser. Hast du Durst? Wie wär's denn mit einer Cola Breit? Ich raste aus. Was ist das? Wem hat das gefehlt? Man weiß es nicht. Vielleicht muss man einfach anerkennen, dass Verpackungen gar nicht zum Helfen sind, sondern existieren, um uns als Käufer einfach zu verarschen. Vor 50 Jahren hat das noch so ausgesehen, dass einfach aufgewürfelte Versprechen auf deiner Verpackung stehen. Man erinnere sich an Nutella. Nutella. Lebensbausteine für jeden Tag. Aber heute ist es noch mal etwas direkter geworden. Denn so eine hübsche Fassade wird heute meistens benutzt wie auf dem Berliner Wohnungsmarkt, um eine echt hässliche Innenseite zu verbergen. Oder im Falle von Produkten, um nichts zu verbergen. Denn wenn eine Sache noch öfter im Regal zu finden ist als komplett unnötige Verpackung, dann ist es Verpackung, auf der nur ein Bild von dem Produkt ist. Und davon profitiert zum Beispiel die Shrinkflation, ne? Und das beschreibt einfach nur die Situation, dass Verpackungen gleich bleiben, während der Inhalt immer kleiner wird. Aber wenn man es von draußen gar nicht sehen kann, lol. Oder wenn man die Verpackung einfach benutzt, um extra viel nichts zu verbergen. Aber weißt du, wer das nicht macht? Malte,
von Malternativ. Ach, du bist nicht überzeugt. Dann drück doch einfach auf das nächste Video und schau mal, ob da wirklich drin ist, was ich dir im Titel versprochen habe. Du bist jetzt ein Produkttester. Du bist der YouTube-TÜV. Herzlichen Glückwunsch.